So, Hallöchen, nochmal ein ganz schnelles kleines Update. Ich habe jetzt hier mal so ein paar Löcherchen gebohrt. Den Rest habe ich mir jetzt erstmal geschenkt. Das da oben, man sieht es schon. Ich glaube, man kann es erahnen. Die Löcher, ja, die sind zu groß. Ich hab den 1 mm Bohrer gefunden. Den habe ich hier. Ist zu groß. Also habe ich gedacht, ich kann doch noch weitermachen. Ja, schade, kann ich doch nicht. Bei den großen Pads, wo nachher Kabel reinkommt, sehr schnell, da geht das so, aber bei den kleinen geht es nicht. Und hier unten habe ich schon mal mitgekriegt, da sollten auch Kabel rein. Da werde ich dann wohl nochmal das Layout ändern und größere Pads reinmachen. Auch da, wo die LEDs hinkommen. Ich habe aber noch mal was ausprobiert. Es ist jetzt nicht so perfekt geworden, aber es hat funktioniert. Und zwar der Bestückungsaufdruck mit Toner. So in etwa soll das sein. Weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich mache das hier gerade freihand. Na. Da wäre 5 Volt Ground, 24 Volt eine Diode. Das wäre theoretisch die Diode, die nachher die Temperatur misst. Das Relais, was die Heizung schaltet. Der Arduino Nano. Start-Stopp-Taster, Rot-Grün-LED und eine Schutzdiode fürs Relais. Da ist noch hier, wollte ich nicht in SMD machen, ein MOSFET hinten dran, trotzdem die Diode hier da unten, die Diode da, die sitzt auf Masse und auf dem Plus Minus von dem Relais. Nee, gar nicht wahr, sitzt ja gar nicht. Seht ihr? Die muss ja zwischen 24 Volt und dem, die ist sogar noch verkehrt angeschlossen. Also, so gesehen, wenn ich jetzt das Platinenlayout so in Auftrag gegeben hätte, hätte ich es 5-mal so zurückbekommen, hätte ich alle wegschmeißen können, weil sie so gar nicht funktionieren. Ja, funktionieren schon, aber wäre nicht so, wie sie es eigentlich hätte sein müssen. Okay, das wollte ich euch nur mal schnell zeigen. 1 mm Bohrer ist zu groß. Ich muss wohl dann doch. Ich verlinke mal unten in der Videobeschreibung. Da ist ja noch meine Wunschliste. Ich packe da mal einmal das Bohrer-Set auf die Wunschliste. Ist jetzt nicht so, dass ich mir das nicht kaufen könnte, aber vielleicht will es ja einer von euch für mich kaufen. Ich weiß es ja nicht. Unterstützung für geben, wer weiß. Wie gesagt, also ich packe sie mal rein. Wer möchte, kann sie mir bestellen. Wenn nicht, ich kaufe sie mir auch selber. Ist kein Problem. Okay, dann danke für dieses Video oder fürs Zugucken. Nur dieses kleine Update. Und dann gucken wir mal zum zweiten Teil. Da mache ich die Platine halt neu. Dann werdet ihr, den Teil werde ich nicht mal extra machen, wenn ich sie nochmal neu mache. Aber wenn wir sie dann fertig machen, dann werden wir uns da wiedersehen. Okay, tschüssi.